Wir schalten jetzt zur Pressekonferenz zur Wiedereröffnung des Museums Reich der Kristalle in der Theresienstraße 41, ein Museum der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlung Bayerns. Eigens zur Wiedereröffnung wird der schlafende Hausvulkan Theresius wiedergeweckt. Er stellt sich den Fragen der Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt und gibt uns Auskunft über sein Museum. Hallo Theresius. Theresius? Hey, Brudi, 5 Millionen Jahre Powernap reichen. Wach auf! Oh, da schau her. Jetzt sind wieder Leute da. Ja, das ist schön. Grüß Gott beieinander. Mei, hab ich lang geschlafen. Welches Zeitalter haben wir denn jetzt? Ist für immer noch Anthropozän? Was haben sie gesagt? Corona 10. Corona 10 haben wir schon jetzt. Mei, wie die Zeit vergeht. Aber ich freue mich, dass ihr da seid. Dobry dzień, guten Tag. Alexandra vom Matryoshka-Funk, Minsk. Herr Vulkan, hier sind nationale und internationale Journalisten für Sie angereist. Gestatten Sie, dass wir Ihnen ein paar Fragen stellen. Ja, schon. Immer doch. Ich bin froh, dass mal wieder einer da ist. Guten Tag, liebe Luisteraars. Hier ist Roy aus Amsterdam vom Deich- und Dünenradio auf Kanal 3. Herr Vulkan, wie lange arbeiten Sie schon im Museum in München? Da bin ich schon lang. Arbeiten und schlafen. Arbeiten und schlafen. Mein letzter Freund in Bayern ist vor 14 Millionen Jahren erloschen. Zu viel Weißbier, wissen Sie. Das ist schlecht für Gesundheit. Es zersetzt die Magmakammern. Wir waren damals in der Oberpfalz und im Fichtelgebirg. Das war im Miozän. Die gute alte Vulkanzeit in Bayern. Das ist schon lang her. Ein junger Hupfer hat es noch mal gegeben. In Neualpenreit in der Oberpfalz vor 300.000 Jahren. Aber der hat bloß geraucht wie ein Schlot. Und da ist fein nicht viel aus ihm geworden. Jetzt bin ich schon lang da im Minger. Είμαι η Ιωάννα και σας μιλάω από το ράδιο Ακρόπολης 1. Τι κάνατε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, κύριε Φέστιο? Hier ist Ιωάννα von Radio Akropolis 1. Was haben Sie während der Corona-Zeit gemacht, Herr Vulkan? Naja, Home-Vulkaning. Den Schlot habe ich mal wieder richtig putzt und die Magmakammern durchgefegt, all die Lavakrusten abgeratzt, Zündkerzen gereinigt und den Vergaser durchpustet. Und Online-Seminare zur Weiterbildung Neizung. Theorie des Ausbruchs nach Plinius. Ascheregen für Dummies. Was man halt so macht, wenn man Zeit hat. So, io mi chiamo Filomena, vengo dalle Velle Napoli. Herr Vulcano, sind Sie denn manchmal noch aktiv? Mei, wissen Sie, das ist halt so eine Sache da herin mit den Arbeitssicherheitsvorschriften. Die sind über Jahrmillionen immer höher geschraubt worden. Jetzt darf man kaum noch was machen. Deswegen breche ich nicht mehr so oft aus wie früher. Ich habe jetzt mehr repräsentative Rolle. There's no business as museums show business, sag ich. Das heißt also, wenn Sie weg sind, spucken Sie schon mal Lava aus vor den Kindern. Aber sie halten sich immer ganz streng an die Brandschutzvorschriften. Oh, pardon, ich hatte mich nicht vorgestellt. Ich bin der Wolfgang vom Kölsche Klüngelfunk. Na klar, die Burm und Madeln denken immer, ich hab Bauchweh, wenn ich Feierspuck. Ja, moin moin, hier ist Malte von der norddeutschen Küste vom Magazin Watt und Meer, nicht? Ja, Herr Vulkan, ich wollte Sie mal fragen, wie sehen denn Ihre Pläne aus, nicht, für die nächsten 5 Millionen Jahre? Ab und zu mal für die Kinder im Museum aktiv sein, so eine Kinderführung oder einen Geburtstag aufmischen, meine Freunde im Museum zuschauen, wenn sie als nächstes für die Sonderausstellung wieder rausziehen. Ab Ende November haben sie ja meine Freunde, die Turmaline, ihren großen Auftritt in der neuen Sonderschau. Grüß Gott miteinander, da ist der Rolf vom Schwäbischen Albradio Gebinge. Du Theresius,
Ich darf doch du sagen, oder? Was denkst du übrigens über die aktuelle Sonderausstellung Metamorphose im Reich der Kristalle? Wie lange geht die eigentlich noch? Mei, das sind Schienensteine, die Metamorphite. Man sagt, dass nichts bleibt, wie es ist, auch nicht die Steine. Aber Metamorphose mögen wir Vulkane nicht. Erst driftet man mit dem Kontinent und kann nichts machen. Dann wird man subduziert. Oben geht's, nunter in die Erden. Erst wird's heiß und man kommt unter Druck. So wie Sauna und Sprung vom 3-Meter-Brett gleichzeitig. Das ist stressig, sage ich einer, wenn einem die Metamorphose packt. Erst wird man grün und verschiefert da unten, dann kriegt man überall rote Pusteln, die Granatkristalle. Nix für mich. Ich bleib lieber grau und alle im Museum stehe und beobachte Leute. Hallo, da ist die Melanie vom Rheinhessischen Schoppenfunk. Ab wann dürfen eigentlich wieder Leute zur Eichenei ins Reich der Kristalle? Gibt's da irgendwas Bestimmtes zu beachten? Wahrscheinlich wie überall. Aber ich würde mich freuen, wenn ich da mal wieder reinkennt. Die ganz neue Corona-Regel hat mein Freund, der kleine Vulkan, vertont. Mundschutz, 1,50 Meter Abstand, Desinfektionsmittel, steht alles in unserem Museumseingang. Ja, wissen Sie, die kleinen Buben und Mädeln dürfen zusammen mit ihrer Familie wieder ins Museum. Die Schulklassen kommen etwas später, nach den Ferien wieder zu uns. Unsere Elternsemester dürfen eh immer nach Lust und Laune bei uns besuchen. Aber Obacht, immer schön Abstand einhalten. Wir beim Stammtisch im Biergarten. Ordnung muss er schließlich sein. Erst recht im Museum. Sehr geehrte Damen und Herren, dies war die internationale und nationale Pressekonferenz im Museum Reich der Kristalle. Theresius hat sich gefreut, Sie alle wiederzusehen. Und wir freuen uns, Sie am Mittwoch, den 8.7. ab 13 Uhr wieder bei uns im Museum begrüßen zu können. Bis bald!